Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ember. Wir sind hier stehen geblieben an dem Ort, wo wir eigentlich gar nicht hin sollten. Und ich kann hier gerade nicht springen. Achso, ich muss rennen und ich muss hier rennen und dann kann ich springen. Weh, ich komme hier nicht mehr weg. Kann sein. Ich kann. Ja, gut, der kann echt hoch springen. Also ich meine. Seht ihr mal. Okay, jetzt. Hui. Na gut, dann machen wir halt hier mal zum Checkpoint. Der Checkpoint war übrigens. Hä? Aber die Pflanze da hinten. Habe ich die jetzt? Aha, hier wäre eigentlich der letzte Checkpoint gewesen. Ich will hier aber trotzdem noch weitergehen. Ja, wir haben ja über YouTuber bzw. Let's Player geredet. Ich habe gesagt, ja, der Markt ist leider übersättigt. Und das ist wirklich so. Und meine Empfehlung halt, spiele Let's Playen. Wenn ihr das möchtet, und nicht jeder Let's Playt. Klar gibt es dann vielleicht auch nicht so viele Aufrufe, aber dann bringt ihr auf den Markt etwas, was den Markt sozusagen noch nicht übersättigt ist. Ich meine, wenn ihr Minecraft anfangt zu Let's Playen, hey, das gibt's ja tausend, millionenfach. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Und wer will hier schon noch Minecraft irgendwas sehen? Gut. Manche wollen spielen, aber ich sag mal sehen. Die wenigsten interessiert jetzt, ob du jetzt noch Minecraft Let's Play machst. Da ich habe schon ein paar Zuschauer, die würden sagen, ja, mach doch Minecraft Let's Play und so. Aber es gibt so viel mal. Die meisten werden das nicht interessieren. Und ich meine auch bei mir. Ich habe ja Minecraft Let's Played. Teil. Es gibt ja auch noch ein paar Videos, die kommen werden. Okay, ich dachte, man kann hier eben vielleicht irgendwie noch hoch. Gut. Ich habe ja auch im letzten Part gesagt, eben, das Spiel geht theoretisch gesehen 4 bis 5 Stunden. Ich brauche etwas länger, wahrscheinlich sogar die doppelte Länge. Man weiß es nicht. Ich erkunde halt alles, ja. Ich will gerne die 100% haben. Nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich halt das Spiel erkunden will. Ihr habt ja auch gesehen, da hinten. Das ist eigentlich nichts. Ich glaube nicht, dass die Entwickler gesagt haben, oh, da hinten soll man hingehen. Ich denke überhaupt nicht. Die würden eher sagen, ah, was ist, wieso geht der da hinten hin? Hat man Lust, Ember ist ja ein Spiel. Da erkundet man die Gegend. Und ich probiere alles aus, ja? Ich will die Fehler finden, nicht weil ich sie unbedingt finden will, sondern weil ich sie halt finde, ja. Sozusagen. Okay, können wir eigentlich da wieder runterrollen? Ich wollte. Wie ging das nochmal? So. Manche Errungenschaften habe ich übrigens noch nicht bekommen, weil es diese gar noch nicht gab am Anfang. Ja, sind auch ja Updates und so erschienen. Und. Das ist sehr lustig. Jo. Ein Update ist, dass man so rollen soll, ja? Update der Errungenschaft. Hui. Ja. Oh, was? Lass uns sehen, wohin der Wind uns tragen könnte. Ach so. Ich dachte jetzt schon, also da nach unten muss es nicht, so Tomb Raider-mäßig, so sliden und dann weiterspringen. Ach so. Haben die das verändert, dass ich jetzt immer.
Okay. Wenn ich B drücke. Ah. Und jetzt? Ich muss nur rufen. Irgendwie fliegt sich die gerade nicht mehr so wie vorhin. Also ich muss immer A drücken, ja? Was ich fliege. Ach so, wegen dem Sturm ist da wahrscheinlich ein bisschen anders. Okay, ich drücke nicht mal was. Wow. Ist ein bisschen heftig. Ich drücke übrigens nur zwischendurch mal A. Der weicht automatisch aus. Also ich ist so ein sozusagen Quicktime-Event. Oh. War mal heftig. Kapitel 3. Die Ruhe vor dem Sturm. Wieso kommt noch ein Sturm? Was ist eigentlich das? Ach so, da sind wir hergekommen. Bin ich eigentlich der Einzige, der das Gefühl hat, dass die Grafik ein bisschen schlechter geworden ist? Ich schaue nämlich mal kurz. Benutzer definiert. Verwerfen. Nee, ich habe alles auf episch, also macht es keinen Unterschied. Ich hatte eben das Gefühl, als ich beim letzten Part Lost Ember gestartet habe, dass da ein bisschen schlechter von der Quali her ist, aber ja. Das war wahrscheinlich Einbildung. Ich habe zwar nichts anderes, ja gut, ich habe Rocket Legion ein bisschen gespielt, aber ja. Sonst habe ich eigentlich nichts gespielt. Vor allem, ich habe hier jetzt wieder Wochenende. Also das letzte Mal, als ich Lost Ember gespielt habe, war Sonntag, ja? Und jetzt habe ich Samstag. Das heißt, ich habe in der Zeit eigentlich eine Woche lang gar nichts gespielt. Also von Lost Ember jetzt. Einmal jetzt Rocket oder zweimal? Also relativ wenig noch gespielt. Von dem her, ja. Hui, die kleinen Entchen. Da ist eine Öffnung. Hinter dem rosa Baum da oben. Rosa Baum. Und da geht's nicht hinein. Eigentlich ist es so ein alter, wie sagt man? Altes Spielchen mit dem hinter dem Wasserfall versteckt. So, ich brauche die Tiere hier. Ist das nicht ein Kirschblütenbaum? Also so japanische Kirschblüten, oder? Sagt man denn so? Die gibt es ja in so vielen unterschiedlichen Farben. Ich finde die Bäume schön, ja? Also, beziehungsweise die Farben. Ich habe leider in echt, habe ich sowas, also so wie in Japan oder so, noch nie gesehen. Ich glaube, für das würde ich auch gerne mal hier nach Japan gehen. Nicht nur wegen der Sprache. Mich interessiert eben auch die Sprache, ja? So. Hier gibt es hinter dem Wasserfall auch nichts. Seh dich nur um. Alles ist so lebendig. So, schön. Als ich noch am Leben war, waren Flüsse schmutzig und verseucht.
In Flussnähe ist kaum etwas gewachsen. Ist das ein spezieller Ort, wo es nach hinten geht und wir was finden können, oder geht's da weiter? Das ist eben immer die Frage bei Lost Ember. Irgendwie läuft der ziemlich komisch. Na gut, ich kann ja auch ran. Die müssen doch irgendwo noch Pelze sein, ne? Ist eigentlich lustig, wir sind auf Pilzesuche, ne? Okay, hier hinten ist aber eigentlich nichts. Gehst du weiter? Oh ja. Was ist da oben? Da oben ist doch was. Oder ist das ein Texturfehler? Ah, vielleicht so ein Leuchtpilz, irgendwas. Hi. Ich finde das vor allem mit Untersuchen von Pilzen sehr lustig gemacht. Wir gehen hin und die vermehren sich. Will das Spiel uns damit was sagen, dass wir was tun sollen? Nein. Dass wir hier als Let's Player uns vermehren sollen und noch mehr Let's Player werden sollen? Ach ja, übrigens, ich wollte mal ein Thema ansprechen noch, eben wegen Let's Player und so. Ich sag's so, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, es ist nur mein Empfinden, dass es Frauen eventuell einfacher haben, wegen YouTube. Aber ich werde gerade später drauf kommen noch, wenn wir das angeschaut haben hier. Ja. Sieh dir das Wasser an. Früher war es voller ekliger Algen und giftiger Schlacke. Trinken sollte man das nicht. Genau, wegen Frauen einfacher. Ich weiß, wird es viele geben, die sagen, nee, das stimmt nicht. Ich sag's mal so. Am Anfang werden es Frauen vielleicht leichter haben. Weil sie Frauen sind. Nee, aus dem Grund, da es weniger Let's Playerinnen gibt als Let's Player, ja. Ich sag mal so, der Markt ist zwar mittlerweile auch schon ein bisschen übersättigt, was das angeht, aber ich denke, am Anfang gibt es wahrscheinlich, also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Frauen, also wenn die dann, je nachdem wie sie sich nennen, oder? Ich meine, wenn man sich Gamer Girl oder sowas nennt, da gibt es ja auch viele, weil die eher gefunden werden wollen, ja? Also viele suchen vielleicht eher nach Frauen. Nicht aus dem Grund, weil sie unbedingt eine Let's Playerin suchen, sondern weil sie denken, ja, sie kommen vielleicht bei der gut an, ne? Und können irgendwie, also dass sie irgendwie eine Partnerin oder sowas finden, ja? Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich eine finden würde, die Let's Plays macht, ja? Muss ich ja ehrlich gestehen. Und ich meine es auch nicht böse. Aber ich bin nicht einer, der jetzt irgendwie jede Frau anbaggert und jede Let's Playerin sucht. Hier hinten ist die Jungs nicht. Und sich denkt so, ja, jetzt muss ich eine suchen, gehen wir auf YouTube ein, Gamer Girl und ich stalke die mal. Oder wie sagt man da? Versuche zu flirten mit denen. Das bringt's echt nicht. Und das ist eben das, was ich meine. Die Frauen werden wahrscheinlich am Anfang mehr Abonnenten vielleicht schneller bekommen. Vielleicht, ja. Es ist alles nur auf eine Wahrscheinlichkeit, weil sie eben eine Frau sind. Aber nicht, weil die unbedingt die Let's Plays sehen möchten, sondern weil die halt eine Frau suchen, ja. Und das sind dann wieder so die Typen, die man überhaupt nicht brauchen kann. Also die man auch nicht sucht als Let's Player oder Let's Playerin beziehungsweise so. Und das ist eben das größere Problem. Angelhaken. Ein einfacher Angelhaken und
um kleine Fische zu fangen, ja. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dem, was ich hier gerade gesagt habe, wegen Let's PlayerInnen. Ich sage nicht, dass sie schneller... Ja gut, es kann sein, dass sie schneller die 1000 Abonnenten kriegen. Aber es kann auch sein, dass sie genauso schnell wieder diese verlieren, weil sie am Anfang zwar das Gefühl vermitteln, dass sie von den Typen irgendwas wollen, aber sobald die ihnen sozusagen die Abonnenten geben, dass sie dann sagen, oh, okay, gut, jetzt habe ich ja meine 1000. Da waren wir voll, ne? Und ich will jetzt auch nichts gegen Frauen sagen, ja? Also, bitte, wenn ihr das irgendwie falsch verstanden habt, ich habe nichts gegen Frauen. Gemeint ist da einfach, eventuell könnte es sein, dass es bei Frauen möglicherweise so ist, dass sie schneller Abonnenten kriegen. Nicht aber, dass sie auf Langzeit das wirklich kriegen, was sie wollen. Also, die Abonnenten, ja, als YouTuber oder so, oder YouTuberin, beziehungsweise Streamerin, willst du ja auch genügend Zuschauer. Aber du willst die Zuschauer haben, die auch das Richtige tun. Also, die ja zuschauen, nicht nur also liken und Kommentare schreiben und so weiter und so fort, ja. Ja. Gut, ein Problem, was ich natürlich habe, ich nenne mich ja Neax24 Studio. Aus folgendem Grund. Ich habe mir mal überlegt, wie ich eine Marke nennen soll, beziehungsweise nicht eine Marke, sondern ein Studio. Also wenn ich jetzt eine Firma gründen würde. Und habe mich dann irgendwann auf sowas entschieden, ja. Da habe ich überlegt. Es gab auch verschiedene Vorlagen, es gab verschiedene Ideen und dann habe ich mich irgendwann auf Neax24 Studio geeinigt. Also, das heißt geeinigt, entschieden, ja. Und dann habe ich irgendwo mal eine Schriftart auf einem PC, wo ich damals hatte, gefunden und habe dann diese Schriftart verwendet. Ich hoffe, die Entwickler haben auch nichts dagegen, weil, naja. Oder es sind ja enorm viele Tiere. Ah ja. Ich fliege hier gerne mit dem herum. Die Wolken wieder im Hintergrund, okay. Runder Hügel. An was für ein Spiel erinnert euch das? Ja, halt die Klappe hier. Wieso sagt ihr halt die Klappe hier? Wie wir uns schnell drehen können. Ja, das war der Wecker. Den hört man übrigens zwischendurch auch. Das habe ich bemerkt in den einen Aufnahmen, dass man den im Hintergrund noch gehört hat. Naja, ist halt relativ laut. Ja, diese runden Hügel erinnern mich an ein Mario-Spiel. Das wollte ich noch sagen. Aber liebe Leute, ich denke, ja. Oh, Safety sogar. Safety first! An der Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, liebe Leute. Und eben schreibt ihr doch in die Kommentare, ob ihr jetzt denkt, dass Frauen schneller mehr Abonnenten kriegen könnten? Wichtig zu erwähnen, die meisten großen YouTuber sind Männer, ja? Also, oder YouTuberinnen sind eher, sind eben keine YouTuberinnen. Oder Streamer sind meistens eher Männer. Klar gibt es auch Frauen darunter, ja? Und ich sage ja da, Frauen an die Macht, nein, also ich habe nichts dagegen und ich würde auch gerne, wenn ich ein Let's Play Projekt mache, gerne mit Frauen, ja? Also, versteht mich eben, wie gesagt, nicht falsch, ja? Aber ich finde es eben schön, die Meinung von Frauen oder dieses Denken von Frauen. Das ist sehr interessant für mich auch, ja? Ich hatte leider so gut wie nie in der Schule wirklich was mit, also Mädchen damals, zu tun, ja? So gut wie jede Schule, wo ich hatte, was hatten wir? Ich glaube, die meisten Mädchen, wo ich mal in der Klasse hatte, waren 5 von etwa ja, 20 Schüler. Also 15 Jungs und 5 Mädchen. Und ich fand eigentlich keine von denen wirklich interessant. Klar habe ich mit ein
manchen auch geredet, aber ja. Also mit drei konnte ich schon mal gar nichts anfangen. Oder waren es so, ich glaube, es waren sogar mehr. Ja, vielleicht waren es 6 oder. Ja, höchstens 7. Ja. Jedenfalls mit 2 konnte ich was anfangen, also mit Reden und so, ja. Versteht mich nicht falsch oder was ihr auch immer denkt. Genau, es ging ums Reden, ja. Ich hatte kein Interesse an den Mädchen damals. Also gut, ich hatte mal eine Schulfreundin und das ist die einzige Freundin, die ich hatte. Das ist wirklich der Fall. Ich hatte nur einmal eine Schulfreundin, ja. Ich hatte sonst nie eine Freundin. Also in der Schweiz meinen wir Freundin als Beziehung, also wenn du mit einer gehst, ja. Wir sagen sonst Kollegen, Kolleginnen. Ja. Wenn ich sage, ich habe einen Freund, dann meinen die Leute, ich sei schwul in der Schweiz. Ist leider so. Also, wer in die Schweiz mal geht, ja. Egal. Das war jedenfalls mal das Thema. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lost Embers. Und schreibt, wie gesagt, was in die Kommentare doch gerne. Ja, immer. Ich lese das immer gerne durch, ja. Also es ist ein völlig unsinniger Kommentar, weil ich sage, kann man eigentlich löschen. Aber macht's gut. Bye!